Name ist Maya Johanna Japp. Ich war letztes Jahr schon beim Mustang Makeover dabei, möchte mich trotzdem noch mal kurz vorstellen. Ich bin 28 Jahre alt, in der Nähe von Kiel, Großbackau zu Hause, Pferdewirtschaftsmeister und Trainer B Leistungssport. Ich möchte heute in meinem Trainertipp-Video euch das Einparken der Pferde an die Aufstiegshilfe näher bringen. Das hier ist Equimera und mit Equimera möchte ich euch die Anfänge zeigen, da sie das Einparken an die Aufstiegshilfe noch nie gemacht hat bzw. auch keine der Vorübungen kennt. So, als kleinen Tipp erstmal zum Anfang mache ich mir das zunutze, dass wenn ich das Pferd mit dem Kopf von mir wegschiebe, dass die Hinterhand automatisch zu mir hinweicht und wenn ich den Kopf zu mir ranhole, die Hinterhand automatisch von mir wegweicht. Das nur so als kleinen Tipp zu Anfang, dass ich mir das gleich zunutze mache. Ich kann das Einparken an der Aufstiegshilfe sowohl an der Trense als auch am Halfter machen. Da wir das ja aber theoretisch machen, um später auch aufzusitzen, habe ich jetzt hier heute eine Trense drauf und eine Gerte dabei. Das Pferd sollte möglichst keine Angst vor der Gerte haben, sprich, ich streiche das Pferd kurz ab, sie bleibt entspannt und wir können einfach loslegen. So, ich beginne mit Equimera, die hat es wirklich noch nie gemacht, indem ich jetzt erstmal das Köpfchen von mir wegschiebe, die Gerte geht über die Kruppe und tippt sie einfach mal hinten an. Feines Mädchen, prima. Sofort Druck lösen, bestätigen, belohnen, gute. Fein. Und das gleiche nochmal. Köpfchen wegschieben, Gerte geht über die Kruppe, ordentlich. Fein, gutes Mädchen. Ich gebe dazu von Anfang an mein Wort, was ich später anwenden möchte. Das ist bei mir das ordentlich. Sie soll sich ordentlich zum Aufsteigen hinstellen. Gleiches Spiel wieder, Köpfchen wegschieben, hinten antippen, ordentlich. Ja, prima, gutes Mädchen. Sie weicht sofort den Druck lösen. Fein, gute. Und noch einmal. Ordentlich. Ordentlich. Noch ein Schritt. Ja, gut. Fein. Ordentlich. Super. Gut. Prima. Fein. So, da das mit Chimera so gut geklappt hat, habe ich jetzt nochmal Roberto geholt, der das auch noch nicht kann. Roberto ist ein Welsh-Spee-Lebitzer-Mix, eins von unseren Reitschulponys und der kennt das Einparken an die Aufstiegshilfe halt auch noch nicht. Roberto, magst du dich auch einmal vorstellen? Verbeugung. Komm. Bisschen mehr. 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 Gut. Und auch. Super gemacht. Fein. Okay, dann legen wir mal los. Mit Roberto gehe ich jetzt auch einmal in die Vorübung, sprich ich hole das Köpfchen ein bisschen zu mir. Hinterhand weicht. Ich schiebe das Köpfchen rüber. Kann ihn auch ein bisschen außen mal antippen. Und die Hinterhand weicht zu mir. So lernt er gleich den Druck der Gerte einmal außen zu weichen. So, wird gemacht. Und versteht vielleicht gleich ein bisschen besser, was wir von ihm wollen. Überhaupt nichts, wenn Sie am Anfang noch ein bisschen unsicher sind. Und
Perfektion möchte ich euch jetzt gerne mit Imara zeigen.